Hey ho, wie ihr seht, mache ich heute mal was ganz Spezielles. Ich habe mal wieder das ganz normale Texture-Pack drin. Minecraft Default. Haha. Abwechslung muss sein, wo ich euch ja schon Folge um Folge hier im Nether die ganzen schönen Sachen präsentiere, die ich mir so einfallen lasse. Zum Beispiel diesen Tunnel, ne? Aber da habe ich gedacht, muss auch ein bisschen Abwechslung rein, ne? 32er Texture-Pack ist eh noch nicht fertig. Und mein Gott, ne? Immer wieder schön, mal Minecraft pur zu erleben. Ich bin hier im Tunnel, von dem ich euch in der letzten Folge erzählt habe. Ich versuche halt von der Festung aus zu unserem Portal einen Tunnel zu graben, weil ich festgestellt habe, es ist gar nicht so weit. Ich muss das in diese Richtung weiter. Ich bin schon relativ nah dran, also weit ist es jetzt nicht mehr. Aber ich muss noch Höhe machen. Ich versuche jetzt einfach hier noch ein bisschen Höhe reinzukriegen. Tunnel natürlich jetzt völlig billig, ne? Völlig die billige Tunnelangelegenheit. Oh. Ich kriege auch so langsam wieder so einen Koller, ne, vom Buddeln, ne? Das ist ja wieder hier meine Lieblingstätigkeit. Buddeln, buddeln, was das Zeug hält. Ja. Huch. Da ist noch irgendwas nicht in Ordnung, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Ach ja, hier habe ich noch eine Stufe vergessen. Ah. Ja, wieder nicht aufgepasst, wieder nicht aufgepasst. Wie geht denn das jetzt hier? Ach, ist ja egal. Alles weg damit hier. Ne, ja, obwohl es gefährlich. Könnte ja viel Lava oben liegen. Später möchte ich den Tunnel schon. Entschuldigung, mal eben. Meine Güte. Ich bin ja hier auch noch so halb am Essen und so. Naja. Ja, Lava gibt es hier viel. Ist ganz gefährlich. Immer schön vorsichtig sein. Zack, zack, zack. Ja, ich wollte den Tunnel schon dann hinterher dann 3x3 machen, wie sich das gehört. Eine schöne Tunnelbreite, Höhe, Tiefe. Wo bin ich überhaupt? 78 minus. Oh, ich bin fast da. Also, jedenfalls. Nee, ne? Cool. Ey, das ist ja perfekt. Also ich bin jetzt wirklich, ihr merkt, ich bin richtig sprachlos. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, wir müssen noch weiter rüber. Klar, müssen wir auch, weil es ist natürlich, es liegt daran, dass ich den, die Koordinaten nicht da unten geholt habe, sondern, das sind auch jetzt die fehlenden Höhenmeter hier noch, sehe ich gerade, sondern hier. Genau hier habe ich die Koordinaten abgezapft. Aber, ich dachte auch, ich käme hier irgendwo raus. Aber so ist es ja noch viel besser. Das ist ja super genial. Ja, und der ganze Tunnel, der ist jetzt so, dass der gar nicht durch irgendwie eine Halle fährt. Also es ist eine tolle Sache. Ey, das ist ja klasse. Hier kann man ja echt den Bahnhof direkt anbauen, ne? Wo war denn hier? Super genial. Direkt auf die Höhe hier auch. Haben wir noch mal ein paar Höhenmeter gespart. Das ist sehr gut. Perfekt. Und ich dachte, ich müsste noch echt richtig wühlen. Was ist denn das? Ach so, okay, das ist noch mal eine Halle. Die kenne ich dann wahrscheinlich auch noch nicht. Kann ja mal ein bisschen gucken. Sieht nicht so viel. Ich durch den Sumpf hier. Wenn jetzt hier auch noch eine Festung steht, ne, dann falle ich vom Glauben ab, ne? Aber jetzt brauchen wir sie ja auch gar nicht mehr. Jetzt haben wir ja schon uns ein Projekt ausgedacht. Aber ist es da hinten so dunkel? Nee, das ist aber keine Festung. Nee, nee. Hier kann ich nochmal lang marschieren, wenn ich Lust habe. Jetzt renne ich mal eben zurück, dass ihr seht, dass, es ist gar nicht so weit jetzt. Mit dem Zug ist das super schnell gemacht. Ja, oh gut, man muss den jetzt natürlich den Tunnel noch aufkloppen, ne? So, da vorne kommt erstmal eine Kurve. Nicht, dass er meint, wir wären schon da. Hier rechts ging es, glaube ich, auch nochmal irgendwie in eine Halle. Ja, hier.
Das ist doch immer so, ne? Ja, da oben kannst du ruhig rumfliegen, das ist mir jetzt auch egal. Sehr cool, sehr cool. Gut, hier war das so ein Nebengang, da kann auch mal so ein bisschen Aussichtspunkt, das können wir natürlich alles noch so machen, dass es... Ja, ich denke, hier kommt aber auch keiner hin. Okay, die Zombie-Pigmen, die sind natürlich nervig. Da müssen wir natürlich so schon gucken, ich weiß nicht, wie wir das machen. Die rennen ja überall hin, ne? Da müssen wir gucken, dass die hier nicht in die... ständig auf die Strecke laufen. So. Und da sind wir schon. Ne, da hinten ist dann unser... unsere Blaze-Falle. Da war ich, habe ich insgesamt 31 Blaze-Rods schon. Also das Teil funktioniert echt gut. Und ich bin auch gar nicht drauf gegangen. Okay, das ist noch relativ weit hier. Da könnte man eigentlich den Zug auch dann bis hierhin dann machen. Gut, das müssen wir dann noch sehen. Das muss ja auch erstmal wieder messen. Was habe ich gesagt? Knapp 300 Schienen werden wir wohl brauchen. Und natürlich auch die ganzen Power Rails. Ne? Das ist natürlich ein großes Problem. Ob wir damit auskommen? Keine Ahnung. Na, hallo. Ich bin hier. Kommt mal. Wo wir gerade hier sind. Ich auch noch mal. Zack. Wieder ein Base-Rod. Ja, und Level 17. Ne? Hallo. Das ist auch rekordverdächtig. Oder etwa nicht. Das macht mir richtig Spaß hier mit den Dingern. Könnte ich stundenlang stehen und die noch metzeln. So, jetzt aber gut. Schluss damit. Genug von dem Zeug. Ah, lieber den Tunnel noch mal ein bisschen aufbohren. Und vor allem muss ich noch ergründen, wo ich hier eigentlich meine Kammer eingerichtet habe. Ich glaube, ich buddel da mal aus, so ganz vorsichtig. Hallo. Wo war das denn? Moment. Hier hinter. Es ist, glaube ich, genau in dem Raum, wo dieser kleine Lavabrunnen ist. Kann das sein? Uns ist doch hier... Ah, da ist der doch. Uns ist doch hier auch Lava entgegengekommen. Das ist aber noch so tief. Das ist aber noch so tief. Mache ich das mal so richtig auf die manuelle. Auf die Manuela! So. Alle Manuela, sorry. Ich mache nichts auf euch. Habt keine Angst. Ja, ich bin doch schon oben. Hör mal, was will ich denn überhaupt? Ich bin doch schon oben. Tatsächlich. Tatsächlich. Dann ist das echt die Lavaquelle, die da bis nach unten geht. Kann das 1, 2 daneben? Moment. Das haben wir gleich. Hallo. So. Ja, stimmt. Witzig. Hahaha. Was ist denn hier noch alles drin? Ach, da habe ich doch noch Steaks. Ich hatte schon fast ein wenig Sorge. Ah, Netherbrick habe ich ja auch noch und alles. Und ach, da sind auch noch Schwerter. Ha. Nicht schlecht. Okay, ja. Guck mal, das ist vielleicht hier so ein... Braucht man eigentlich nicht. Man kann sich ja da oben gemütlich machen. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo es so ist. Also das mache ich sehr gerne. Diese ganzen Messarbeiten und mal austesten, wo komme ich denn raus und so. Ne? Das mache ich auch lieber immer noch auf diese manuelle Tour. Anstatt da immer die Koordinaten abzulesen. Das mache ich halt bei diesen weiten Sachen wie hier der Strecke. Obwohl hier, guck mal, der ganze untere Bereich hier, den könnte ich ja eigentlich abbauen. Hier kommt ja dann sowieso, da geht es ja lang da oben. Ne? Das könnte ich eigentlich alles abreißen, das Material holen.
Andererseits ist es aber auch recht schön da noch, da unten. Naja, gut. Wie ich das mache, überlege ich mir noch. Buddel ich mal als einfach hier noch durch. Entschuldigung. Das tut mir leid. Es ist so einigen von euch das Trommelfell geplatzt. Bin halt der Vorhuster. Ja, das ist jetzt wieder eine schöne Aufgabe. Da werde ich jetzt so Schritt für Schritt, Strecke für Strecke so langsam durchgehen. Klönk, klönk. Da war doch schon wieder kaputt. Machen wir doch mal wieder eine Fackel hin, ne? So. So, hier setze ich dann einfach der Netherrack ein, da habe ich ja genug von. Weiß gar nicht, was ich damit alles soll. Gibt es da irgendwelche coolen Sachen, die man bauen kann aus Netherrack? Jedenfalls coole Sachen, die brennen können, kann man daraus bauen, ne? Aber ich habe ja echt schon viele, viele Stacks. Von daher. So, jetzt machen wir hier eine Treppe rein. Ach, können wir da alles verbraten. Das ist schön stabil. So. Andere Seite auch direkt. Soll ja eine Dreier sein, eine Dreierlinie. Mit einem Gleis in der Mitte. Boah, hoffentlich klappt das überhaupt. Hoffentlich habe ich genug Gold. Da bin ich mir nicht so richtig sicher. Ah, ein bisschen Gold gefunden, aber ich fürchte fast, dass wir dann da noch mal ganz viel auf Goldjagd gehen müssen. Naja, es ist halt ein langwieriges Projekt. Wir haben ja Zeit mitgebracht, wie immer, ne? So. Zack. Weiter geht's. Tralalala. Oh, schon wieder. Hab ich noch was? Ja, komm, die verhocke ich alle, die hau ich alle. So, wieder eine Strecke zurück. Oh, da muss die Decke noch weg. Na? Ich muss sagen, mache ich dieses erste Teilstück hier mal eben fertig. Sind wir nicht mal langsam da? Oh, hier ist es ja außen. Das ist natürlich nicht so gut. Okay, war es das schon. Okay, dann machen wir die Wand mal eben wieder zu. Ein bisschen sonst zu kritisch, obwohl es ist ja eigentlich jetzt völlig sicher hier. Weit weg von den Spawnern, weit weg von den Feuerquallen. Die kriegen ja sowieso nicht geregelt, dass wir hier so gerade sind. Gut, jetzt noch die Decke. Ja, nix World Edit und so solche Sachen, ne? Das wird alles schön von Hand gemacht hier. Kommen ja immer mal wieder Vorschläge von Leuten, die dann sagen, hier, probier doch mal der Mod so und so, der ist doch was für dich, ne? Nee, aber die meisten Mods und so sind nix für mich. Also schon gar nicht mehr seitdem es jetzt den Creative Mode gibt. Wenn ich mal so frei spielen will und so richtig ohne Ärger, ne, dann mache ich den Creative Mode an. Und da brauche ich keinen Mod. Ne, das ist. Und dann gibt es auch noch so hier so Karten und Minimaps und so. Ne, sorry Leute, das ist aber wirklich, ne? Also ich finde noch meinen Weg selber. Auch wenn es länger dauert. Ne, aber das ist für mich eben ein Teil von diesem schönen Minecraft-Spielen. Habe ich immer schon gemacht, die Wege erkunden und hin und verlaufen auch, das gehört dazu, ne?
Genau wie ich dazugehört, das wisst ihr doch hier, dass man auch mal im Kampf drauf geht und mal so richtig schön fällt, wie man Neudeutsch sagt, ne? Das ist für mich überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, das wäre doch todlangweilig sonst. Wenn ich jetzt für jede Kleinigkeit auch irgendwie einen Mod hätte, der mir das alles dann aus der Hand nimmt und so und alles erleichtert. Och nö, ne? Och nö. Nö, nö, nö. Das lassen wir mal schön. Was nicht heißen soll, dass ich jetzt Mods schlecht finde oder so. Das ist jetzt. Es ist einfach nichts für mich. So. So, jetzt direkt. Jetzt gerade, wenn es so um so Orientierungssachen geht, wie Maps und sowas. Auch World Edit zum Beispiel. Ne, da mache ich natürlich auf dem Server einiges, aber das meiste ist, was man auf unserem Server sieht, ja auch völlig handgemacht. World Edit haben wir sehr spät erst. Da stand eigentlich schon alles. Ich habe, glaube ich, eine Mauer mal gezogen irgendwo, weil ich keinen Bock hatte, so. Weil halt eben eine doofe Mauer war, nur einfach. Ne? Nichts Interessantes, so jetzt in dem Sinne. Naja. Ja, manche sagen auch hier, spielst du immer nur auf Englisch, kann man nur auf Deutsch schalten. Das ist mir aber auch relativ egal. Also, das ist für mich ein englisches Spiel, Minecraft. Ich brauche echt keine Übersetzung. Sorry. Also, die paar Worte, die kriege ich noch hin, die da in Englisch sind. Außerdem finde ich die deutsche Übersetzung, was ich so mal gesehen habe, auch jetzt nicht so toll. Ihr wisst ja auch, dass ich meine eigenen Wörter, meine deutschen Wörter, wenn ich Deutsch spreche in Minecraft, dann habe ich meine eigenen Wörter, die ich da verwende. Sehr zur Verwirrung von so manchem Zuschauer, ne? Aber das ist nun mal so auch so eine Macke von mir, ne? Weil ich auch. Es kommt einfach daher, dass ich in der Anfangsphase, als ich angefangen habe mit Minecraft, da wusste ich auch nicht, dass es irgendwie eine Wiki gibt und sowas, wo man alles nachlesen kann. Das war einfach, ey, so richtig. Da wusste ich auch viele Dinge nicht, wie die überhaupt heißen im Spiel. Und da habe ich meine eigenen Namen ruckzuck erfunden, weil das eben so kam. Ne? So ist das gekommen und das habe ich dann auch so beibehalten. Mache ich heute auch noch äußerst ungern alles möglich nachlesen. Das wisst ihr ja auch selber, wenn ich hier so drehe, oft passieren so Sachen, also die sind völlig unvorbereitet, dann stehe ich dann da wie so ein Ochs vom Berg und weiß plötzlich fällt mir so ein Rezept nicht ein oder ich verliere im Kampf oder ich verwechsel wieder mal Enderpearl mit Enderauge und werfe das dann durch die Gegend und wundere mich, dass das nicht funktioniert und dann, ne? Aber auch das wäre sonst einfach unspannend, finde ich. Auch guck mal, wenn man das so aufschlägt, dann hat man echt alles direkt in einem Stück. Ja, das sind wieder diese entspannenden Buddelarbeiten. Ich finde das einfach schön, wenn man hinterher auch sagen kann, das habe ich alles von Hand aufgeschlagen, ne? Das ist mein Tunnel. Ah, ich lasse die Dinger da einfach liegen, die ich jetzt nicht mitnehme. Netherrack habe ich so viel. Naja, wie gesagt, vielleicht mache ich auch irgendwann mal so eine deutsche Übersetzung, eine eigene, aber es ist ja alles viel Arbeit. Ich habe auch nicht unendlich viel Zeit jetzt für Minecraft, ne? Und das ist alles, auch der Texture Pack, das wird nicht fertig. Das ist einfach auch alles Arbeit. Das lässt sich nicht mal eben so machen. Will auch getestet werden und dann muss man noch in der Nacht drüber schlafen und keine Ahnung und hin und her und überhaupt muss das erstmal gemacht werden. Muss erstmal lernen, wie es geht und ja, jetzt auch noch eine eigene Übersetzung. Nö, nö, dann lasse ich das Spiel erstmal einfach auf Englisch. Ne? Obwohl ich könnte ja vielleicht auch mal auf Japanisch oder Chinesisch schalten. Warum nicht? Boah, so. Letzte Hacke. Das tue ich mir noch an mit der Hacke hier und dann mache ich Feierabend für heute. Zeit ist auch schon lange um. Dann wird hier mal Tunnel gegraben die ganze Zeit. Ach ja, und ich denke mal, ich habe ja jetzt hier schon einiges an, ja, so
einige so über einen guten Überblick gewonnen, so. Jetzt fehlen mir auch schon die Worte. Jetzt weiß ich ja schon ungefähr, was ich hier unten im Nether machen kann. Fortress haben wir gefunden. So eine komische Falle haben wir gebaut, die wenigstens auch irgendwie funktioniert, ne? Also werden wir in der nächsten Folge auch mal wieder nach draußen gehen, zu unserer Farm. Und da werden wir mal da gucken, da habe ich bestimmt dann auch wieder eine Idee, was ich mal bauen könnte, irgendwie mal lustig wieder draußen, ein bisschen an der frischen Luft. Da gibt es noch so viel zu tun. Ja, und jetzt haue ich noch einfach diese Hacke hier kurz und klein. Und dann verabschiede ich mich auch schon mal von euch. Bis zum nächsten Mal.